Wir sind hier heute zum Gedenken am 6. August 1945, die Atombombenabwürfe in Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, der Landesverband davon in Berlin, hat diese Aktion mit unterstützt, die ausgerichtet worden ist von der Friedensbrockengesellschaft vor allem, die das heute Veranstaltung jedes Jahr hier durchführt. Die Brisanz der Lage ist deutlich geworden. Es wurde auch Bezug genommen, sinnvollerweise auf den Oppenheimer-Film, dass die ganze Illusion über Nuklearwaffen deutlich hat werden lassen, dass diese Waffen nie eingesetzt werden würden. Sie sind doch eingesetzt worden. Das sollte mahnen, dass wir nie wieder es zulassen dürfen, dass es zu dem Einsatz von Nuklearwaffen kommt. Aber auch, dass jede Form von Krieg beendet werden muss, weil es schafft nur Probleme und löst gar nichts. Wir sind heute hier an der Friedensglocke in Berlin, Berlin-Friedrichshain. Ich finde gerade heute angesichts der gesamten weltpolitischen Situation, der Kampf ja, für den Frieden ist das Existenzielle. Und hier vor allen Dingen Bezug nehmend auf die Gefahr eines Atomkrieges, die ja immer erwächst, ja, durch das Hineinpendeln von einem konventionellen Konflikt in den Atomkrieg. Und dafür stehen wir heute hier an der Friedensglocke anlässlich des Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und auch Nagasaki, um hier ein Signal und ein Zeichen zu setzen. Thank you.